kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 1 Othello Mod. So, wir gehen jetzt einmal schlafen, damit wir wieder volle Lebenspunkte haben. Und dann muss ich mir noch irgendwie Gold besorgen. Damit ich bei Diego noch 10 Stärkepunkte lernen kann. Das wäre dann ganz famos, dann hätte ich meine neue Axt und würde erstmal für lange Zeit ein bisschen Ruhe haben, denke ich, und kann mich anderen Talenten widmen. Aber bevor ich diese Axt nicht habe, brauche ich auch gar nicht probieren, irgendwie gegen stärkere Gegner zu kämpfen. Questtechnisch sind wir natürlich noch bei der Neck-Geschichte, aber da wissen wir, wo wir hin müssen. Und da komme ich noch nicht hin. Ja, Aufnahme beim alten Lager, neue Seelen für die Bruderschaft. Prüfung des Vertrauens natürlich, Karte für Redford und Cadence Auftrag haben wir auch noch. Aber da würde ich dann auch erst weiter gucken, wenn ich ein bisschen stärker bin, weil da oben waren auch stärkere Gegner. Wir könnten mit Mordak mal Richtung neues Lager gehen und vielleicht ergibt sich dann einfach noch was. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Hast du gar keine Waffe? Ah doch. Er hat ein Kurzschwert. Leider funktioniert ja die Sprint-Mod in Gothic 1 nicht für die Begleiter. Das wäre schon angenehm, wenn er jetzt auch sprinten würde. Aber den Gefallen möchte er mir nicht tun. Ja, die machen jetzt aber auch schon viel mehr Schaden. Riesenunterschied. Gerade wenn ich dann die andere Waffe noch habe. Da wird jetzt ein Klacks. Zumindest gegen diese einfachen Gegner hier zu kämpfen. Oh shit. Ganz ehrlich, Morda, kannst du auch mal jemanden treffen? Morda, bitte. Danke. Voll Angst vor den Goblins. Mordrak, du musst mal ein bisschen besser auf mich aufpassen. Mit deinen Laufattacken kommst du da nicht weit. Ja, die neu dazugewonnene Stärke. Die hat schon gebracht. Das ist doch schön. Das sah in der letzten Folge noch nicht so geschmeidig aus. Aber trotzdem, wenn wir dann noch die andere Waffe haben, die wird ja einen richtigen Boost bringen. Die macht ja dann doppelt so viel Schaden noch. Das wird fantastisch. Hat die auch noch irgendeinen Bonus? Nee. Die bringen halt immer minus kritische Treffer. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Warum? Wieso haben wir eigentlich bei 2 hinter 10%? Bei 1 hinter 0. Hauptsache, er snipet den einfach von da oben weg mit der Armbrust. Verrückter Typ. Warte mal, da vorne ist ein Lagerfeuer, ne? Da kann ich dann auf jeden Fall alles öffnen.
Öffnet er denn immer alle oder immer nur einen? Oder? Da steht ja mehrere, aber es steht nicht, was geöffnet wurde. So, Fischbraten kann ich auch. Wir braten mal alles an Fleisch. Wir braten einfach alles. Obwohl das dumm war, alle Wanzen zu braten, weil Snuff braucht ja Rohe. Naja, ich finde bestimmt noch mehrere. Da ist jetzt ein Goblin gespawnt. Ist jetzt hier alles geöffnet? Oh, scheint so. Shit. Snapper. Aber nur ein junger Snapper, glücklicherweise. So. Sieh mal die Goblins da hinten. Das wäre nett. Der Goblin sieht ihn. Aber er traut sich noch nicht ganz hier hinzukommen. Sich die wohl anlocken. Ah! Sehr gut. Oh, die hängen da alle fest. Ja, Mordorak, wie wär's, wenn du mal was machst? Hat mich gerade einer getroffen? Jetzt hängt er selber da fest. Mich gerade geblockt. Oh je. Mordorak, bitte dich. Bist du blind? Ich fürchte schon. Hey, 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 hey. Was ist denn mit der Kamera gerade? Das klaut mir Kavalon meine Erfahrung. Auch sehr toll. Ein Goblin muss doch hier noch rumlaufen. Nee, ja, Kavalon hat mich schon gekillt. Na, klasse. Da hinten hat er die abgeschossen. Wahnsinnstyp. Wahnsinnskerl. Okay, da sind Beißer drin. Die meiden wir mal auch mal lieber. Die bringen gute Erfahrung, sehr schön. Beißer, da... Brauche ich mir nicht hin. Hauptsache gebratenes Fleisch liegt da einfach, weil dieser Scavenger geröstet wurde vorher schon. Sehr gut, mach sie weg.
Da oben ist auch eine Hütte. Hutschwert. Ist das besser? Ja, ein bisschen. Schön, schön. Aiden wohnt jetzt hier. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleib eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe, das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Jo, mach's gut. Danke fürs Herbringen. Der hat eine junge Hornisse platt gemacht. 1500 Lebenspunkte hat er auch. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Oh, begleite mich nur Kapitel 1. 5000 Erz. Ja, damit man wahrscheinlich alles abschlachten kann, was hier so rumkreucht und fleucht. Ja, der Schwerter. Ja, dann kann ich auch das benutzen. Alternativ zu meiner Axt. Wäre es nicht böse, wenn ich mich hier bediene? Scheint nicht böse zu sein. Aber eine schöne Hütte hat er hier. Okay, das Problem ist jetzt, hier sind sehr viele Viecher. Ich muss da vorne hin. Vielleicht springe ich einfach ins Wasser, dann können sie mir ja eh nicht folgen. Bye. Wer jetzt auch keiner kommt, sehr gut. So, in dem Notizbuch da stand ja, dass mehr kalt gemacht wurde. Da unten. Oh, ich weiß nicht, warum der Wassereffekt nicht da ist. Ja, da ist Neck. Schön grausam. Sachen sammle ich hier automatisch ein. Ich meine, ist der Wassereffekt jetzt, ist das jetzt extra so, dass man mehr sieht unter Wasser oder ist das ein Fehler gerade? Ja, okay, es war nur ein Fehler. Ja gut, da wissen wir, wo Neck ist. Das sind Bluthunde. Ja, ein Nex-Amulett hätten wir. Da ist es. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Bonus-Fernkampf. Ja, fürs Erste trage ich das mal, bis wir es abgeben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur alten Mine, oder? Können wir direkt bei Laris die Liste noch abgeben?
glaube, das wäre ganz schön sinnvoll. Oh shit, da ist irgendeine Hundisse. Oder eine Blutfliege, die sehen ja alle gleich aus. Ich wünschte, man würde die Hornissen, weil die viel stärker sind, und den Blutfliegen farblich zumindest. Oder sind das alles nur Blutfliegen? An anderer Stelle haben wir ja schon Hornissen gesehen. Ja, es scheinen nur Blutfliegen zu sein. Ich meine, die Hornissen, wenn man die zum Beispiel farblich unterscheiden würde, oder könnte, meine ich, wäre das schon gut. Was ist mit so einem Varan? Kann ich dich besiegen? Ja, natürlich nicht. Ja, das hätte ich nicht überlebt. Der soll sich mal wieder verziehen, der Kerl. Mal gucken, ob ich überhaupt zur alten Mine hinkomme. Shit, sind hier viele Scavenger. Hey, ich bin noch ausgewichen. Wobei es schon sinnvoller wäre, die zu töten, wenn ich Federn ziehen könnte. Ich laufe hier einfach mal vorbei. Ich kann eh nicht gegen die ganzen Viecher kämpfen. Die ganze Gegend hier sieht... Oh! Ich hab ihn nicht gesehen. Die ganze Gegend hier sieht schon anders aus. Hier ist es irgendwie viel weitläufiger. Ich habe doch eine Karte zur alten Mine. Ist die auch überarbeitet? Nee. Ist sie nicht. Feldräuber gibt's hier, krass. Hä, aber wo ist denn jetzt die Mine? Da unten? Das sind auch junge Viecher, oder? Ne, das sind auch... Shit. Ich bin jetzt gerade echt überfragt, weil da unten, da geht's doch wieder nur in den Wald, oder nicht? Oder ist da unten jetzt die Mine? Da wurde doch irgendjemand am Baum aufgeknüpft. Ja, da ist die Mine. Guckt euch diesen kleinen Goblin hier an. Kleiner Scheißer, komm her. Da ist noch einer. Oh, da sind mehrere. Oh shit, da sind mehrere. Oh, da sind viele. Hey Freunde, ich wollte euren Kumpel davon nicht beleidigen. Das war nicht so gemeint. Wirklich nicht. Alles nur Spaß. Okay. Das wäre geschafft. Ich sollte mir vielleicht... Einen Heiltrank will ich noch nicht nehmen. Ich glaube, es ist am besten, erstmal bei Fleisch zu bleiben.
Da ist schon wieder ein junger Snapper. Elite-Gardist. Das ist wirklich niemand. Ich höre nicht. Oh, das ist eine interessante Änderung. Bin gespannt, ob wir jetzt hier überhaupt reinkommen. Wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl, wir haben ja dieses Passwort schreiben. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Niemand außer unseren Leuten darf dort hinein. Oh, das stimmt. Du kannst passieren. Oh nein. Wieso nimmt man einfach irgendwelche Voicelines, die gerade halt passen? Da gibt es doch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel eine andere Parole zu wählen. Diego schickt mich als Parole auch zu nehmen, warum auch immer. Aber ich meine, es gibt genug Möglichkeiten, es anders zu machen, als die Stimme einfach zu wechseln. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Ja, scheint ja nicht so ein netter Ort zu sein, ne? Es geht ab, Drake. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig, hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Verstanden. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Wir sehen uns. Kann ich da mal... Du kannst da mal vorbei, ja. Hier nicht sonst auch ein Händler? Wo ist der denn abgeblieben? Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen.
Sollen wir das lernen? Kannst du mir das Zangenrausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch drei Finger Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Dieser Drei-Finger-Korgur, der wird auch nur bei diesem Templer erwähnt, sonst erwähnt ihn niemand. Ist das irgendwie eine Anspielung auf irgendwas? Easter Egg oder so? Man hört ja sonst nie davon und viele kennen auch diesen Dialog gar nicht, weil das halt normaler Templer ist und der einen ja auch Zangen nebenbei bringen kann. Sonst bringt es einem ja nur dieser Templer bei, der immer umherwandert. Von Altamine zur Bruderschaft. Randick? Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Lass mich mal vorbei. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Dann hoffe ich mal, dass mich niemand hier erwischt. Ich hatte gerade schon Angst, dass er mich anspricht. Er hat mich so angeguckt. Oh, ein Höhlenpilz. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Dann mach das mal. Und in der nächsten Folge besorgen wir uns mal den Schlüssel und gucken uns hier weiter in der Mine um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hey Leute, es ist wieder soweit. Die Folge ist vorbei. Es ist nun an der Zeit und das dürft ihr nicht verpassen. Ein Like und Abo dazu lassen. Also macht das jetzt, bitte. Danke.